Ja, erhalte noch mehr Kurieraufträge. Ich muss warten, bis irgendwas Schlimmes passiert. Irgendwelche Zustellungen für mich? Habe ich. Aber denk dran, da draußen hast du es nicht nur mit Derek zu tun. Keine Sorge, Professor. Kuriere stellen seit tausenden von Jahren Sendungen unter widrigsten Bedingungen zu. Wie heißt das Sprichwort? Irgendwann wird jeder Pfad zu einem Weg. Ja, aber wäre ganz nett, wenn dieser Weg nicht voller Infizierter wäre. Vor allem nicht die, mit denen wir es aktuell zu tun haben. Es gibt Berichte von neuen und, ehrlich gesagt, erschreckenden Kreaturen. Ja, hab genug gesehen. Gott stehe uns bei. Darauf würde ich nun nicht zählen. Das Tippengeräusch kommt von hinter der Tür. Aber mein Sinn sagt mir, da ist überhaupt niemand. Das bedeutet, das ist eine Geisterschreibmaschine. Draußen ist immer noch grau und dunkel. Das wird sich für heute nicht mehr verändern. Knock, knock, knock. Kuriergilde. Danke. Warten Sie noch einen Moment, ich bitte Sie. Ist da jemand an der Tür, Giselle? Nein, Mutter. Ich habe sie nur gerade abgeschlossen. Danke für den Brief. Er ist von meinem liebsten Kelt. Er lebt auf der anderen Seite der Stadt. Wir wollen unbedingt zusammen sein. Aber meine Eltern verbieten es. Ja, scheint ja gerade irgendwie Mode zu sein. Tja, keine Ahnung, was ich für euch tun kann. Als erstes können Sie einfach zuhören. Ich kann mit niemand anderem sprechen. Okay. Und Sie können diesen Brief zustellen. Wenn er es sich leisten könnte, seine Familie zu verlassen, könnten wir zusammen sein. Aber das kann er nicht. Also gehe ich zu ihm. Im Brief steht, wo wir uns treffen. Okay, ich bringe ihn zur Gilde zurück. Hallo, es ist alles in Schutt und Asche hier. Wie kann ich das nicht leisten? Ich kann das doch Banken und Steueramt hat sicher überlebt. Das ist Peacekeeper-Abgaben für Sicherheit. Post für Sie, der Herr. Danke. Wurde auch Zeit. War ziemlich ruhig hier in letzter Zeit. Oh, Liebling, das hätte ich doch machen können. Hör auf, Tanja. Behandle du mich nicht auch noch, als wäre ich nutzlos. So meinte ich das. Ich habe meinen Job in der Fabrik verloren. Vergiss nicht, ich habe nur ein Bein verloren. Ich wurde nicht zu einem von diesen Dingern. Nein, nein. Sag mal, von wem ist denn der Brief? Hauptquartier. Und ich kann dir sagen, was drin steht, ohne ihn zu öffnen. Mehr. Die haben mich rausgeschmissen. Nicht mehr diensttauglich. Nein, ach, Schatz. Ach, halt den Mund.
Ich brauche dein Mitleid nicht. Ich brauche was zu tun, Scheiße, nochmal. Im Moment bin ich doch nichts als ein lahmer Gaul, der hier auf den Gnadenschuss wartet. Gib dem Ganzen noch Zeit. In deinem Zustand kannst du trotzdem noch ganz viel... Was habe ich gerade gesagt? Ich will dein beschissenes Mitleid nicht. Ich habe mein Bein verloren, aber ich krieg dich trotzdem noch. Ich habe immer noch zwei Hände, mit denen ich dich verkloppen kann. Also halt dein verdammtes Maul! Charmant. Ach, gerade war mir irgendwas eingefallen. Im Moment fehlt immer noch, dass mal jemand kommt, der nackt ist und sagt, oh, ja, ich komme gerade aus der Dusche. Eine etwas ältere Dame, die dann sagt, ah, ich habe schon gehört, dass ihr im Haus unterwegs seid. Du bist ja ein schnuckliger Kurier. Ach, der Brief, den habe ich mir selbst geschickt, damit ich dich kennenlerne. Hey, Hitzkopf. Wie lief's mit den Zustellungen? Man nennt mich Felicita. Nur das Übliche. Hab einen Brief bekommen. Ich sehe zu, dass er zugestellt wird. Danke, Professor. Mann, du fällst dir wirklich gerade die Leiter hoch. Noch ein paar Sprossen und du wirst schon wieder befördert. Immer schön, dich zu sehen, Hitzkopf. Aber du musst ein andermal wiederkommen, wenn ich wieder was habe. Richtig, das ist immer eine gute Idee. Die nächste Quest taucht irgendwann auf. Hier mal kurz die Marken ab, dann die Bücher. Ja. Dann können wir die Hauptquest noch ein Stück weitermachen und dann ist eigentlich der Mittagsstream schon vorbei. Sind nämlich die 4 Stündchen schon um. Mein Laden an der U-Bahn. Oh. Okay, Federn haben sich irgendwie immer wieder aufgefüllt bei der. Jetzt habe ich einen Haufen Federn kaufen können. Läuft gut. Du hast Geschmack. Schau mal wieder rein. Wir haben alles, was wir brauchen. Stabilität. Die neueste. Sehr schön. Und am wichtigsten Sicherheit für die Menschen, die dir wichtig sind. Pilger, wir haben Spezies in der Nachbarschaft. Halte die Augen auf. Vorstellen, dass dieses Ding irgendwann auf dem Meer gesegelt ist. Wie war der böse Witz die Tage? Immer wenn meine Frau zu Hause singt, gehe ich raus, damit die Nachbarn sehen können, dass ich meine Frau nicht schlage. Ballabums. Hey, Kyra. Hast du sonst noch was gefunden? Ich habe die Marken von Brasco und Atom. Hier. Das ist eine Kleinigkeit für dich. Pilger,
Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Das ist doch gut. Die Brüder des Clubs 404 sind wieder vereint. Fast. Vielen Dank. Weiß nicht, ob der noch zeitgemäß ist. Aber ich dachte... Nein, vergiss es. Gibt es noch jemanden? Verschwende deine Zeit nicht. Wir haben schon nach ihm gesucht. Kyra, wir dürfen nicht vergessen. Hast du selber gesagt. Eine Marke fehlt noch. Die von meinem Leon. Die PKs haben überall im VNC-Turm gesucht. Aber sie konnten die Marke von Leon nicht finden. Und seine Leiche auch nicht. Nach mir hat ihn keiner mehr da gesehen. Ich werde ihn suchen gehen. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Für dich und für mich. Ich war damals bei Leon. Ah, nee. Eben noch zum Buchclub. Sag mir lieber, was bei dir los ist. Ich sag dir was. Naja, ich hab die Tage Leg dich nicht mit Zorn angeguckt und das ist eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß, ne? Kannst du halt, glaube ich, nicht mehr produzieren, so einen Film. Du hast Selbstvertrauen, das ist offensichtlich. Aber glaubst du auch an etwas anderes als an dich selbst? Etwas Größeres als dich selbst? Das werde ich, wenn du es tust. Das würde ich gerne genauso sehen. Aber in dieser Welt ist es nicht einfach, an etwas zu glauben. Das stimmt. Aber wir müssen darauf hoffen, dass dieses ganze Leid nicht vergebens ist. Ich wäre wirklich angepisst, wenn das alles umsonst war. Du bist deshalb offenbar zerrissen. Aber du verzweifelst nicht und das ist schon einiges wert. Ich denke, ich möchte das Leben einfach nicht als ständig vergeblichen Kampf sehen. Verstehe. Danke, dass du mir das gesagt hast. Oh, hier. Ich muss los, aber vorher muss ich dir noch etwas sagen. Und das wäre? Ich weiß, dass ich nicht immer die richtigen Worte finde, aber... Ich genieße unsere Gespräche wirklich. Das freut mich. Mir geht es genauso. Wir sehen uns. Hoffentlich bald. Also, Leg dich nicht mit Zorn hat einige sehr kontroverse Geschichten, wenn man darüber denkt. Beziehungsweise, wenn man da mal so ein bisschen reinguckt. Ich kann das tun, mir kaum. Und das ist nicht nur das Problem der Ziege. War gute Ziege. Ich habe Ziege behandelt wie Familienmitglied. Ging immer gut. Hast du Bart gekraut? So? Meistens stundenlang gekraut. Da hat sie Schnute gemacht. Oh ja, Schnute. Gute Ziege. Ich gehe mal kurz zu Bakker. Hier werden keine Hühner geschubst. Ah ja, das Outfit. Das Outfit ist das teuerste.
komm, dem seine Zeit ist eh vorbei. Allerdings habe ich jetzt alle Sachen geholt. Space war gerade hier. Anja ist ein Schnellreisepunkt. Aber ich vergesse das, wenn ich das jetzt nicht mache. Weil es so weit abseits ist. Wollen Haare glänzen machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Ich glaube, weil ich habe Hustle, irgend so einen Basketballfilm mit Adam Sandler geguckt. Und danach wurde mir nicht, leg dich mit Zoan an, nochmal vorgeschlagen. Habe ich gedacht, okay, es ist spät, du hast eh nichts Besseres zu tun. Und das habe ich dir nochmal geguckt gehabt. Die Gegner hier sind relativ schwach, das Da sollte ich die Haltbarkeit der guten Waffe verschwenden. Beim Weintrinken 20 Gedichte. Einer legten des Konfuzius. Krieg der Welten. Ah, jetzt habe ich nicht gesehen, welches Buch ich eingesammelt habe. Bei dem Sender finde ich den Golffilm gut. Den habe ich, glaube ich, auch gesehen. Das Dschungelbuch. So, alle Bücher eingesammelt. Ich sehe schon, ich komme hier nicht voran. Also beziehungsweise ich komme mit den Nebenquests voran, aber nicht mit der Hauptgeschichte wieder. Weil ich mich zu sehr ablenken lasse. Währenddessen kann ich schon mal überlegen, was ich mir gleich koche. Mit Zombiearm. Glaube ich, schmeckt nicht so gut. Ich kann mal meine restlichen Nudeln essen. Thank you.
Lasagne mit Zombiefleisch muss auch nicht sein. Und dann nehme ich lieber das hochwertige Pferdefleisch. Ich habe gar nicht mehr irgendwas für den Ofen. Ich habe nur noch Suppen oder... Ich muss was mit Reis machen oder ich muss Spaghetti machen. Ich hoffe, dass sich Jack Matt um diese verdammten Abtrünnigen kümmern. Der Typ war schon tot, als wir hergekommen sind. War ja ziemlich offensichtlich, so ohne Kopf. Und der hat doch einen Anhänger getragen? Ja, ich war irritiert, es gibt hier wirklich Etagen. Ich glaube, wenn meine Freundin bei mir einzieht, bin ich trotzdem die Person, die kocht. Kochen. Das hat die, glaube ich, noch nie in ihrem Leben gemacht. Tut mir sehr leid, ich bin mir da gerade nicht sicher. Für den Knopf braucht man einen Schlüssel. Was? Ich habe einfach geklickt. Das ist alles hier schon PK-Anlage und ich war ja schon hier unten. Er hat sogar Kerzen aufgestellt für mich. Das wird eine ganz schön romantische Überraschung gleich. In dem Spiel laufen Zombies rum, ist eh unrealistisch. Es gibt kein realistisches Spiel. Naja. Ich habe Lian zum letzten Mal gesehen. Vielleicht kann ich Spuren finden. So, Leon war der, von dem ich den Brief ja nicht mitbringen konnte. Und ich habe ja gesagt, Leon, du überlebst das schon. Und meine Worte haben ihn bestimmt am Leben gehalten und deshalb wird Leon weitergelaufen sein. Ist er gekrochen? Gibt's mehr Blut als Wasser in der Tosawa. Was? Ist er aufgestanden und weitergelaufen? Ja, ist der Anführer der Zombies jetzt. Yeah.
Da ist er. Scheiße. War ja fast klar, dass es so kommen würde. Tut mir leid, Lian. Ich sollte Kyra eher nicht von seinem Ende berichten. Hallo, ich habe gerade nicht einen ehemaligen von euch abgeschlachtet. Er ist was entwischt. Ihr hattet Glück, dass er in das Loch gefallen ist. Hat sich rausgestellt, dass er einer war, der sich mit Dark Souls auskennt. Hunger den ganzen Tag. Hunger, so viel ich mag. Vielleicht soll ich mir einfach Schnitten machen, das geht am schnellsten. Lass dich von der Auswahl nicht verwirren. Viel Spaß und alles Gute. Ich habe ihn zum Sterben zurückgelassen und bin jetzt nochmal hin, um seine Leiche zu köpfen. Das ist halt alltägliche Geschichte. Ich verstehe auch die Problematik nicht dahinter. Kyra, ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, wie ich... Sag mir, was du weißt. Musste er leiden? Ich fand ihn friedlich. Ich glaube, er hatte es schnell hinter sich. Oh, das ist gut. Vielen Dank. Man kann jemanden alles nehmen, aber die Erinnerung an einen geliebten Menschen ist von unschätzbarem Wert. Da bin ich aber erleichtert. Jetzt habe ich endlich wieder Boden unter den Füßen. Hier. Diese Aufnahme habe ich gut versteckt. Nur Freunde des Trupps wissen davon. Wenn die Jungs noch leben würden, würden sie zustimmen, dass du auch einer bist. Dank dir lebt die Legende des Trupps 404 als Inspiration für andere weiter. Ich hörte das rein. Ach ja, stimmt ja. Man kann ja nicht abspielen, solange man in der Welt ist. Du müsstest ja im Menü bleiben. Das ist auch der Grund, warum ich die ganzen Bänder nicht angehört habe damals. Du hast es wieder geschafft, Aiden. Wie ich es erwartet hatte. Ha. Was hast du mitgebracht? H.G. Wells war ein Meister der Science-Fiction. Wohl auch deshalb, weil er etwas von der Wissenschaft verstand. Es war nicht die Menschheit, die die Marsianer besiegt hat, sondern Bakterien. Bakterien, Mann. Kannst du das glauben? So simpel. So klein. Ach, wäre Spoiler. Das schön, ließe sich unsere Not auch auf solche Weise lösen. Im Dschungelbuch behandelt Kipling zunächst das Thema des Verlassenwerdens, gefolgt von den Themen Adoption und Fürsorge. Oh, wie viele fühlen sich heute verlassen. Hoffentlich bleiben uns noch fürsorgliche Seelen. Ach, was sage ich da? Natürlich tun sie das. Du bist eine solche Seele. Das ist wunderschön, Aiden.
Diese Sammlung, sie ist... Ich weiß, du hältst mich für einen Narren. Aber ich bin ergriffen. Vielen Dank für dieses Geschenk. Dieses Geschenk an mich. Dieses Geschenk an die Welt. Da bist du ja, mein lieber Aiden. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst, Talia. Albert scheint sich über den heutigen Fang zu freuen. Krieg der Welten von H.G. Wells, hm? Weißt du, ich frage mich jeden Tag, ob wir im Krieg sind. Nur wir sind auf jeden Fall im Krieg, glaub mir. Und nicht nur in einem, sondern in vielen Kriegen. Es scheint so, als wolle jeder jedem aus irgendeinem Grund an den Kragen. Klingt, als sprichst du über die Infizierten. An manchen Tagen ist es schwer zu sagen, wer gefährlicher ist. Die Infizierten oder die Gesunden. Das ist erschütternd, Aiden. Aber eine echte Erkenntnis. Hier bitte. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, Talia. Oh, noch mehr Bücher. Irgendwann ist doch mal gut, oder? Na gut, Talia. Noch einmal werde ich für dich Bücher sammeln. Ach, hier gibt's keine Liebe für Aiden. Du bist so an mir vorbeigesprungen, aber was soll's. Wann geht's wieder mit der Hauptquest weiter? Nächstes Mal. Heute Mittag wohl nicht mehr, weil ich jetzt nachher erstmal Pause mache. Sich ein bisschen bewegen und so. Tragen auch gut geholfen. Schlag mich nicht, ich stehe hier nur. Und Mittag machen bedeutet nur, was zu essen.
Und wir haben, in meinem Verhältnis ist das noch Mittag. Heute Abend bin ich wieder online. Wir spielen heute Abend kein Dying Light 2 weiter. Wir spielen heute Abend was sponsert. Streamtechnisches. Name? Das sponsert Spiel. Hallo, Desir. Kein Mensch spielt hier LOL. Hört bitte auf, solchen Unsinn zu verbreiten. Alice im Wunderland, das habe ich mal verschenkt, eine Originalfassung. Das ist wichtig, die gesammelten Werke von H.P. Lovecraft. Wie soll sonst die Cthulhu-Religion entwickeln? Cthulhu! Ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt so wichtig ist. Ich werde heute Abend online sein, ich werde was spielen. Ist doch alles cool. Seid dabei oder seid es nicht? Ist doch alles, alles ist bon. Die Aufzeichnung von... War ich jetzt so schnell beim Einsammeln? Die Räuber von Liam Shah, Ramayana. Du musst planen. Ist okay. Dein Plan kann sein, später wieder reinzuschauen. So, Aiden, gibt es jetzt ein bisschen Liebe für dich vielleicht? Das tut mir kaum erwarten. Das letzte ist schon Jahre her. Sag mir, was du suchst. Ich suche Federn und diesmal hast du wieder welche dabei. Krass. Alles klar. Jetzt gibt's genug Federn für mich. Danke für den Einkauf, Kumpel. Balthasar, soll ich die Nase eincremen? Ach, der Hund geht gerade schon wieder hier steil. Ich muss auch weiter seine Krallen schneiden. Ich habe letztens nachts, wo der müde war, habe ich geschafft, dem circa 1,5 Pfoten die Krallen zu kürzen. Da hat er sich zu sehr gewehrt irgendwann. Dabei ist es null schmerzhaft. Ich bin so vorsichtig. Aber er mag das einfach nicht, wenn man denen an die Pfoten geht.
Du überrascht mich jedes Mal aufs Neue mit deiner Beharrlichkeit und deinem Erfolg. Mal sehen, was dir heute ins Netz ging. Lewis Carroll hat in Alice im Wunderland das surreale Gefühl der Orientierungslosigkeit, wenn man in eine seltsame Welt stürzt, meisterhaft eingefangen. Ich fühle mich oft, als sei ich in eine andere Welt gestürzt. Aber die ist leider kein Wunderland. Angesichts der erschreckenden Schöpfungen von H.P. Lovecraft können wir uns noch glücklich schätzen, denke ich. Was würden wir tun, wenn plötzlich ein alter Gott erwachte? Lovecraft war brillant darin, ein Gefühl des Grauens zu erzeugen, was seine Geschichten besonders gruselig machte. Ich kann dieses ständige Grauen durchaus nachvollziehen. Definitiv. Dank dir ist diese Sammlung jetzt schon einmalig in der Stadt. Leider trocknen unsere Quellen aus und ich habe momentan nichts Neues für dich. Ja, vielleicht wird eine andere Quelle gerade feucht. Ich bin aber dass wir in der Stadt noch ein paar ausgraben werden. Halte einfach die Augen auf. Warte auf meinen Anruf, Aiden. Nee, sind doch trocken. Ist auch versiegt. Schnellreise, wobei es ja gar nicht auf die Missy geht, sondern es geht immer in die in der Nähe liegenden U-Bahn-Station. Ah, ist schon okay. So,